insgesamt finde ich schon, wenn man gerecht ist, tut man nicht jemand anderes belasten mit dem, was man macht. Ja, jetzt gerade rede ich mit dem Jürg Gross, Präsident der Grünliberalen, und möchte von ihm wissen, wie das eigentlich zusammenpasst: Klimaschutz und Kapitalismus. Und was Fußball mit Politik zu hat. Jürg Grossen, Präsident der grünliberalen Partei GLP, ist 50 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Frau und drei Kindern in Frutigen. Er ist gelernter Elektroplaner und Unternehmer. Im Nationalrat ist Jürg Grossen seit 2011. Herr Grossen, Sie sind ein grosser Fußballfan. Sie haben lange Junioren trainiert, spielen jetzt noch einmal in der Woche. Kann man beim Fußballspielen etwas lernen für die Politik? Ich denke, wir können im Fußballspielen etwas lernen für das ganze Leben. Ja. Von mir aus gesehen, also immer mehr hat das sehr geprägt, das Fußballspielen. Schon im Juniorenalter habe ich natürlich gelernt, damit zusammen verlieren, zusammen gewinnen. Vielleicht auch mal säckeln, wenn der andere Fehler gemacht hat. Und dem helfen, den Fehler, den er gemacht hat, auszubügeln. Und ich glaube, das sind so Sachen, die ihn prägen für das Leben. Einerseits im Unternehmertum, wie ich es habe, andererseits aber auch in der Politik, wo das manchmal ein bisschen zu kurz kommt, das Miteinander. Ich glaube, es ist meine Wesensart, eben zu versuchen, genau in diesem Bereich auch darauf hinzuwirken, dass miteinander geschaffen wird. Die Politik. Ja. Ja. Was ist das Ziel der Politik? Was würden Sie sagen? Also das Ziel der Politik meines Erachtens ist, dass man wirklich versucht, Rahmenbedingungen zu setzen, dass man vorwärts kommt mit dem Land, dass die Bevölkerung, die Leute ein Umfeld haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie können sich entfalten, wo sie irgendwie frei bleiben und gleich in gewissen Bahnen bleiben, so dass es das Zusammenleben eben optimal ermöglicht. Was heisst vorwärts kommen? Ich denke, vorwärts kommen ist schon etwas, das im Ohr Wesen vom Mensch irgendwie liegt. Ich glaube, wir wollen irgendwie vorwärts kommen. Also, wenn die Leute sagen, wenn es irgendwie zurückentwickeln oder irgendetwas über Bord werfen, eine Errungenschaft, die man vielleicht einmal als Mensch hat, miteinander irgend über viele Zeit, über eine gewisse Zeitdauer hat erlangt. Und da habe ich das Gefühl, die allermeisten Leute wollen schon einfach vorwärts kommen. Aber heute haben ja so viele Leute Angst vor der Zukunft und wollen lieber eigentlich in der Gegenwart bleiben oder gerne noch ein bisschen zurück, weil es kommt eigentlich nur noch schlechter, als es jetzt ist. Das ist für mich total unverständlich, weil das hat schon Leute gegeben, die das vor 500 oder vor 1000 Jahren gesehen haben, dass es so ist. Und immer ist es weitergegangen und immer ist es in der Tendenz so für mehr Leute auf dem Planeten, sage ich jetzt mal, oder mindestens auch in der Schweiz, für mehr Leute besser geworden ging. Und ich glaube, es hat noch nie so wenig ganz arme Leute gegeben, es hat noch nie so wenig Krieg gegeben wie jetzt. Natürlich ist es immer noch viel zu viel. Oder? Aber es geht aufwärts. Ja. Es geht eigentlich im Grundsatz aufwärts und vorwärts. Und das ist nur, weil man den Grossteil der Bevölkerung sich wirklich Mühe gibt, dass sich vorwärts entwickeln. Mhm. Ein zentraler Wert des Zusammenlebens ist Gerechtigkeit. Was heisst das für Sie? Das ist etwas, das mich natürlich auch prägt. Ich versuche immer, ich möchte gegen das alles möglichst gerecht abläuft. Und ich habe immer Schwierigkeiten damit, wenn ich merke, es ist jetzt etwas ungerecht gelaufen. Aber trotzdem gilt es, glaube ich, auch, Ungerechtigkeit auszuhalten. Oder ich sage jetzt mal, nicht töpfelscheisserisch in dem Sinn zu sein, was Gerechtigkeit betrifft. Weil es ist nie alles ganz perfekt und gerecht. Oder? Es ist aber was so. Ist ungerecht? Was ist gerecht? Kann man das näher definieren? Ja, ich glaube, das ist schon eine schwierige Frage. Also, ich glaube, wir definieren ja miteinander, was irgendwie ein bisschen fair ist, jemandem gegenüber oder nicht. Also, aber insgesamt finde ich schon, wenn man gerecht ist, tut man nicht jemand anderes belasten mit dem, was man macht. Das ist irgendwie Gerechtigkeit oder Fairness, wie ich dem sage. Kommen wir zum Kern von Ihrer Partei, grün und liberal, wirtschaftsfreundlich, wirtschaftsliberal und nachhaltig. Ist das nicht ein lebender Widerspruch? Gibt es Wachstum, also Kapitalismus basiert auf dem Wachstum, das nachhaltig ist? Gibt es das? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es eben die einzige Lösung. Es ist eben nicht ein Widerspruch. Es kann nur funktionieren, wenn wir sowohl nachhaltig unterwegs sind, aber auch wirtschaftsnah in dem Sinn. Wir können nicht gegen die Wirtschaft Umweltschutz machen. Aber wie können wir weiter wachsen, wenn die Ressourcen endlich sind? Wie geht das? Also gut, das ist ja nicht ein Wachstum. Also, es gibt ganz viele Beispiele, die zeigen, dass man nicht einfach materiell nur gegen muss wachsen oder Ressourcen mehr verbraucht werden. Wir verbrauchen zum Beispiel in der Schweiz schon seit vielen Jahren immer weniger Energie. Pro Kopf deutlich weniger Strom. Wenn man zum Beispiel ein Smartphone nimmt, oder wenn man da schaut, was ist heute mit so wenig Ressourcen, es sind schon Ressourcen dran, aber was ist da heute alles drin?
Das ist zum Beispiel ein Fotoapparat, das man früher hatte, eine Stereoanlage, die man früher hatte, irgendwie eine Videokamera, die man hatte, eine Bibliothek, die man hatte. Alles ist da drin, alles Wissen findet man auch noch da drin. Das ist natürlich mit viel, viel weniger Ressourcen kann man heute viel mehr machen. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass man ein Wachstum machen kann, ohne dass das einfach auf Kosten von mehr Ressourcen muss. Müssen wir gar nicht verzichten? Ich bin der Überzeugung, dass es sicher nicht an der Politik ist, irgendwie den Verzicht zu predigen. Aber ich stelle fest, dass es einen recht wachsenden Teil der Bevölkerung gibt, der immer wohler ist, wenn sie auch ganz bewusst auf gewisse Sachen verzichten. Sei das auf einen Flug irgendwo her, für weite Ferien oder so. Und aber Sie finden, das würde auch ohne gehen, ohne Verzicht? Ich finde, ich glaube, der Wohlstand ist das Beste, was wir erlangen können. Weil wenn die Leute Wohlstand haben, sind sie eher so weit, dass sie sagen, ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche nicht das schnellste Auto oder die teuersten Ferien oder was auch immer. Viele, die ich kenne, haben gar nicht unbedingt das Bedürfnis auf das. Und ich glaube, das bringt mehr erst her, wenn man auch für alle einen gewissen Wohlstand erreicht. Ja. Sie setzen ja auf die Freiheit, auf die Eigenverantwortung stark, auf Anreiz anstatt auf Verbot, ein bisschen pauschal gesagt. Ist das nicht ein bisschen naiv, vielleicht sogar gefährlich, von einem Menschenbild auszugehen, wo ein Mensch verantwortungsvoll ist, selbstdiszipliniert? Überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist überhaupt nicht naiv, sondern es zeugt davon, dass wir an die Menschen glauben, dass wir überzeugt sind, dass der Mensch reif ist, für Entscheidungen zu fällen, freiheitliche Entscheidungen zu fällen, die in die richtige Richtung gehen. Wir versuchen aber mit unserer Politik selbstverständlich die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die freiheitlichen Entscheidungen auf Grundlagen basieren können, wo eben eine gewisse Bildung vorhanden ist oder wo Anreizsysteme zum Beispiel auch da sind mit dem Preis, wo man nicht einfach sagen kann, man kann jetzt mal endliche Ressourcen brauchen, ohne dass man den Preis zahlt, den die eigentlich verursachen. Also das geht eigentlich nur um das. Aber wir glauben sehr fest daran, dass der Mensch reif ist für seine Entscheidungen. Und gerade insbesondere in der Schweiz, mit dem sehr hohen Bildungsniveau, das wir haben, finde ich, an dem müssen wir weiterhin festhalten und daran arbeiten. Auch wenn es ein bisschen eine Zumutung ist, das soll man den Menschen zumuten, die Eigenverantwortung. Unbedingt. Ich glaube, das ist das höchste Gut, das wir haben können, ist doch die Freiheit. Und wenn wir freiheitlich entscheiden können, selbstverantwortlich entscheiden können, das macht das ihm sicher glücklicher, bin ich überzeugt. Wenn andere Schaden nehmen, ist es sehr riskant, oder? Ich habe es vorhin probiert zu sagen, für mich ist Freiheit oder Selbstverantwortung hat auch etwas damit zu tun, dass man Verantwortung übernimmt für das, was man selber macht. Und wenn man das selber macht und das aber einen Schaden jemand anderem zufügt, sei das der nächsten Generation durch den Verbrauch von einer endlichen Ressource, die einen Schaden im Klima zum Beispiel verursacht, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Dann muss man das korrigieren. Für das sind wir in der Politik. Das ist auch das, was wir politisiert haben. Ja. Klima- und Umweltschutz, das sind globale Probleme, kann man glaube ich sagen. Jetzt ist es so, eigentlich müssen alle mitmachen. Aber es machen nicht immer alle mit. Und dann ist die Frage, was ist die Rolle der Schweiz? Soll sie als Vorbild vorangehen, auch wenn sie Wettbewerbs Nachteile aufnimmt? Was ist da Ihre Haltung? Entschuldigung, aber da ist das Gegenteil der Fall. Sie muss vorangehen. Die Schweiz muss eine Vorreiterrolle im Klimaschutz übernehmen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir sehr viele Jahre Überkonsumation gemacht haben oder Überemission von CO2. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist... Also aus moralischen Gründen, eigentlich, das sozusagen ja, wieder gut zu machen? Moralisch. Es ist einfach... vielleicht das, was ich vorher gesagt habe, für unsere Selbstverantwortung wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite ist es eben gar kein Nachteil für die Wirtschaft, sondern es ist ein riesengroßer Vorteil. Ich bin überzeugt, dass unsere Cleantech-Industrie, die sehr stark ist, dadurch einen riesen Exportvorteil wird haben. Weil am Schluss muss die ganze Welt in CO2 bis 2050 auf null. Das hat man da unterschrieben in Paris. Und ich meine, wer sich dort früher bewegt hat, wer die Lösungen hat, und die Schweiz, ich meine, Plus-Energiehäuser, ganz interessante digitale Lösungen, Gebäude und so weiter, sind in der Schweiz entwickelt worden. Wir haben das alles. Wir haben Photovoltaik, wo wir wissen, wie man jedes Haus zu einem Kraftwerk machen kann. Das wissen wir Schweizer. Wieso sollte man das nicht in der ganzen Welt exportieren? Man spürt, da redet der Elektroplaner rein. Ja, klar, ja. Sind Sie ein Optimist eigentlich? Ich bin sehr optimistisch, ja, muss ich sagen. Weil mir stimmt einfach auch optimistisch, wenn man jeweils wieder zurückschaut. Oder wenn man denkt, wo sind wir vor 10 Jahren als Beispiel? In einem Atomausstieg, undenkbar. Auch in meiner Branche, undenkbar. Hat man nicht, ist nicht möglich gewesen. Oder die ganze Thematik jetzt im Klimabereich, die da ist, das ist undenkbar. Ich meine, ich bin schon seit 30 Jahren mit meinem Gedanken gut unterwegs oder noch länger. Und das war undenkbar, all der Wandel, den es jetzt gegeben hat, in diesen wenigen Jahren, in den letzten 10 Jahren. Das ist für mich vorher, ich denke, das bleibt ewig so. Ich pickle da wahrscheinlich mein Leben lang. Und wenn man dann, natürlich ist jeden Tag, haltet man es fast nicht aus, oder? Weil es fast nicht vorwärts geht, hat man das Gefühl. Aber wenn man dann zurückschaut, muss man sagen,
ist gleich etwas gegangen. Ja. Herr Grossen, letzte Frage. Was ist der Sinn des Lebens für Sie persönlich? Also, der Sinn des Lebens ist für mich, dass ich möglichst etwas hinterlassen kann, das gut tut. Also, sag ich mal. Also, ich habe Freude, dass ich eine Familie habe, dass ich Kinder habe, dass dort etwas weitergeht. In dem Sinne, das ist für mich auch wie ein Sinn. Also, mir hat das Kind extrem viel Sinn noch gegeben für das Leben. Weil ich denke, es geht irgendwie weiter und ich kann das Gedanken gut weitergeben, ich kann die Begeisterung weitergeben, die Freude, die man hat, weitergeben. Und am Schluss hoffentlich eben auch keine Schulden im Finanziellen, aber auch keine Schulden im Umwelt- und Klimabereich. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn der Sinn erfüllt ist, dann würde mir der einst hoffentlich in einem höheren Alter von diesem Planeten weggehen. Hey, Grossen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Merci vielmals. Ja, jetzt gerade rede ich mit Marianne Streif, Präsidentin der EVP, der Evangelischen Volkspartei, über Gott, über Drogen und über Gerechtigkeit. Und zwar hier auf Erden und im Jenseits.